Eine der beliebtesten operativen Techniken ist ja das Fettabsaugen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich begrüße recht herzlich Dr. Wolfgang Funk. Herr Funk, da hat sich ja Unglaubliches getan. Also in den letzten 20 Jahren gibt es unglaublich viele Möglichkeiten oder Techniken, sich das Fett absaugen zu lassen. Mit welcher wollen wir beginnen von den vielen? Ach, im Prinzip muss man so ganz grundsätzlich erstmal erklären, was Fettabsaugung ist. Fettabsaugung ist einfach Fett wegnehmen, entfernen und meistens wird es ja nicht weiterverwendet, aber man kann es heute sehr schön weiterverwenden. Also das Fett an einer gewissen Stelle, wo es einfach zu viel ist, wird es weggenommen. Man hat es früher mit großen Kanülen gemacht, relativ grob. Das hat sich heute komplett gewandelt. Wir hatten auch mal zwischenzeitlich Ultraschall, was man verwendet, das heute auch noch etwas verwendet wird. Man ist heute mit ganz feinen, kleinen Kanülen dabei, 2 mm, 3 mm im Durchmesser. Man macht eine Wasserfüllung hinein, um die Blutung mehr oder weniger auszuschalten, was man nicht ganz schafft, aber mehr oder weniger auszuschalten. Und heute sind nochmal die Systeme ganz differenziert geworden. Wir haben auch heute mit Laser können wir es heute machen, was in manchen Punkten sehr gut ist, jetzt nicht für diese große Fettabsaugung, aber in manchen Punkten ganz, ganz gut ist. Ich persönlich verwende heute ein Walsystem, Water Assistant Liposuction. Das ist für mich die schonendste Methode und ich bekomme auch die beste Qualität von Fett heraus, mit dem ich noch viel andere Dinge dann halt am Körper machen kann. Und auch die Schonung, wie das Wasser das Fett aus dem Weichgewebe herausschält, ist nochmal eine ganz andere Maßnahme, die Gefäße schont, die Nerven schont, Sehr wichtig. einfach um die Lymphe auch entsprechend nicht zu schädigen, den Lymphabfluss. Das sind alles Dinge, die mit dieser Methode sehr gut rausgearbeitet werden konnten. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, weil ich habe fast alles, ich mache es jetzt Fettabsaugung seit 1985, also man kann sich vorstellen, Schon ein paar Jahre, fast nicht? fast ein halbes Leben. Und die Techniken haben sich Gott sei Dank sehr gut gewandelt und die Frauen brauchen auch nicht jetzt wirklich viel Angst mehr drum zu haben. Auf der anderen Seite ist es eine große Operation und man muss alle Parameter, die als Möglichkeit, als Komplikationsmöglichkeit drumherum stehen, immer ausschalten. Herr Dr. Funk, wo wird denn Fettabsaugung überhaupt angewandt? Also wo kann man es machen? Überall? Im Prinzip, wenn man ganz nüchtern das Ganze sieht, überall, weil Fettschicht ist die erste Schicht unter der Haut. Was wir absaugen, ist ja die Schicht zwischen unserer Körperfaszie. Das hört sich komisch an, das ist aber so eine Struktur, die uns einfach mal zusammenhält. Ja? Und dann kommt eine Isolierschicht und das ist das Fett. Und die ist überall am ganzen Körper. Mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner. Ja? Und wo es uns eigentlich dann optisch stört, so als moderner Mensch, so des 21. Jahrhunderts, ja, wo einfach alles eben dann so sein soll, wie es sein muss, nach den Medien, ja, da wird dann überall abgesaugt. Natürlich hauptsächlich Bauch, Hüfte, Oberschenkel, Knie. Aber auch Diese im Gesicht, Domänen Kinn zum im Beispiel, Gesicht, ja. am Hals, im Kinn, im Wangenbereich, um ein Gesicht zu verschmälern. Das Thema der Entscheidung, wie viel man macht, ist immer der Punkt zwischen der Hautqualität und der Fettmenge. Habe ich eine gute Hautqualität, die sich auch zurückziehen kann, bin ich relativ entspannt beim Absaugen. Habe ich eine schlechte Hautqualität im Verhältnis zu einer großen Fettmenge, dann habe ich keine große Chance, dass ich die Haut wirklich in Gänze zurückziehen kann. Dann muss ich dann im Endeffekt dann nochmal andere Maßnahmen machen. Aber grundsätzlich kann man es am ganzen Körper machen und überall, wo es einem stört. Aber jetzt sagen Sie mal, wenn ich jetzt doch recht fettleibig bin, können Sie dann nur eine bestimmte Menge, Sie haben die Haut angesprochen, absaugen oder können Sie dann, wenn ich 70 Kilo zu viel hätte, Sie mir dann auch an dem Tag entnehmen? Das wäre wunderschön, ne? Das wäre so dieser Wunderschön. Klick, den man dann eben macht und dann plötzlich ist dann aus einer korpulenten Struktur eine ganz zarte Struktur geworden. Das geht natürlich nicht. Ich habe da auch an allererster Stelle steht ja erstmal die Gesundheit des Patienten, unabhängig von jeder Form. Ja? Also ich kann bei einem gesunden Patienten mit einem guten Gewissen 5 bis 7% seines Körpergewichtes kann ich absaugen. Das heißt jetzt, wenn er 70 Kilo hat, dann könnte ich zum Beispiel zwischen 3 und 4 Kilo
reines Fett absaugen. Das hört sich erstmal gar nicht so wenig, so viel an. 3 Kilo, weil wenn man auf der Waage ist und hat dann mal 3 Tage nichts gegessen und plötzlich hat man 4 Kilo weniger. Ja? So, da ist aber viel Wasser dabei und viel anderes dabei und nicht das reine Fett. Man muss, wenn man das so in der Form oder so ein Rechenexempel macht, kann man sagen, dass wenn man reines Fett abnimmt, wenn Sie abnehmen, dann vom Kopf bis Fuß, hier gehe ich ja nur an den einzelnen Punkt, um diese Qualität an dem einzelnen Punkt zu bekommen, müssen Sie dann die Menge mal 4 rechnen. Also das heißt, Sie müssen dann 16 Kilo Fett abnehmen, um ein ähnliches Ergebnis an der Stelle zu bekommen, die Sie abgesaugt haben, was eh keiner schafft. Ja? Also drum muss man dann auch mit der Fettabsaugung helfen. Abgesaugtes Fett, kommt das eigentlich wieder? Abgesaugtes Fett ist quasi wie ein abgeschnittenes Bein. Ja? Es ist weg und dann ist es weg. Aber es könnte an anderer Stelle vielleicht wiederkommen. Nein, es kommt nicht an anderer Stelle. Das ist immer so eine Mär, die man sich so grundsätzlich erzählt. Das heißt, an den Stellen, wo abgesaugt wurde, wird sich nicht mehr das anlagern können, was sich früher angelagert hat. Nur an den Stellen, die noch nie behandelt wurden, an denen lagert es sich ganz normal ab, wie früher auch. Und dann denkt man immer, naja, da ist ja mehr, da ist ja weniger, also muss ich an den anderen Stellen mehr anlagern. Das ist nur ein falsches Empfinden. Also das ist, Fakt ist, an den Stellen, wo abgesaugt wurde, lagert sich nicht mehr so viel an. An den Stellen, wo nicht abgesaugt wurde, ist es ganz normal. Geht man nach so einer OP, nach so einer Fettabsaugung gleich am nächsten Tag wieder ins Büro oder wie muss man sich die Rekonvaleszenz vorstellen? Es kommt auf die Menge an. Also wenn ich jetzt viel absauge und viel Fläche habe, ist eine riesige Wunde, die ich quasi mache, die muss heilen. Also da sollte ich mir schon ein paar Tage Zeit lassen. Jetzt nicht Monate, Quatsch, sondern nur ein paar Tage, dann geht das auch. Und viele gehen auch am nächsten Tag wieder arbeiten. Wenn es eine kleinere Fläche war, zum Beispiel am Bauch abgesaugt wurde oder den Hüften abgesaugt wurde, dann kann ich am nächsten Tag wieder arbeiten. Das ist nicht das Problem. Da schmerzt man vielleicht mal so ein bisschen, aber im Prinzip, rein medizinisch, können Sie auch wieder arbeiten. Sie müssen darauf achten, dass Sie sich bewegen und dass Sie trinken. Und dann haben Sie eigentlich alles gemacht, was Sie so für sich als Gutes machen können. Wunderbar. Vielen Dank.